Moin, moin! Die Post war von da und hat ein riesiges Paket für mich abgegeben. Und zwar von meinem langjährigen Follower, ja, der Thomas. Ja, nette Grüße an dieser Stelle. Und ich weiß von nix, was drin ist. Ich vermute einfach mal PC-Hardware, was sonst. Ja, aufgrund der Paketgröße schätze ich mal, dass das Video auch ein bisschen länger mal wieder werden könnte. Erstmal Kaffee kochen. Ja, erstmal Prost Kaffee, würde ich sagen. ESD-Armband habe ich mir auch schon zurechtgelegt. Man weiß ja nie. Hier sind ja auch empfindliche Komponenten enthalten, sehr wahrscheinlich. Und wenn man ein ESD-Armband hat, dann kann man das auch ruhig mal anlegen. Ansonsten reicht das Anfassen, also das Erden am Schutzkontakt der Steckdose oder an einem unlackierten Heizungsrohr an und für sich vollkommen aus. Danach kann man dann gefahrlos auch seinen Rechner zusammenbauen. Nur, naja, wenn man schon so ein Armband hat, dann kann man das ja auch ruhig mal anlegen. Ja, der Thomas, der hat auch schon, als ich noch hier häufiger Elektrotechnik-Videos hochgeladen hatte, fleißig kommentiert. Und in letzter Zeit auch wieder häufiger dabei. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr nett von ihm, mir Hardware zuzuschicken, die sonst eh nur bei ihm verstauben würde. Ja, und die können wir dann gemeinsam auch mal ausprobieren. Adresse habe ich natürlich, ja, da bin ich immer ganz vorsichtig mit abgeklebt, beziehungsweise den Adressaufkleber habe ich entfernt. Ja, ich möchte ja auch nichts hier veröffentlichen, was nicht unbedingt sein muss. So, genau. Okay. Ja, das ist übrigens das erste Paket von Thomas. Er hatte mich angeschrieben und gefragt, ob er mir was Nettes zuschicken könnte. Und weil er ja auch schon ein langjähriger Follower von mir ist, das Ganze beruht natürlich auch auf gegenseitiges Vertrauen, hatte ich nichts dagegen gehabt. So. Oh, ja. Das sieht schon mal gut verpackt aus. Ja, das Paket wurde mit Hermes übrigens verschickt und hat den Weg ja auch zu mir, Gott sei Dank, gefunden. Also eine Sendung, auf die warte ich heute noch. Irgendwie ist sie verschollen, keine Ahnung. Deswegen würde ich persönlich auch nichts mehr mit, ich sehe schon viele Lüfter, mit hier Hermes verschicken, sondern bevorzuge mittlerweile DHL, weil das ist dann doch vom Gefühl her deutlich, ja, sicherer. Hier haben wir schon mal ein paar PC-Lüfter älterer Generation hier mit Molex. Da kann man sogar auch noch hier den Antrieb sehen. Und ich zeige euch erstmal alles, was hier im Paket enthalten ist. Dann gibt es noch einen zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil können wir dann die ganzen Komponenten auch noch mal live ausprobieren. Also live heißt, ich habe sie vorher noch nicht ausprobiert. Hier ist noch so ein Rahmen drum. Vielleicht sind hier ja LEDs integriert. Genau. Ja, interessant. Das ist quasi hier das Stromkabel dann für die LEDs. Ah, hier. Da ist das Ganze auch angelötet. Hier nochmal zu den technischen Daten. Ah, vielleicht da nochmal näher ranzoomen. 80 mm und 25 mm tief. Also hier. Wollen wir uns nicht länger damit beschäftigen? Arctic Cooling, das scheint auch ein weiterer 80 mm Lüfter zu sein. Diesmal mit einem dreipoligen Anschluss. Hier die technischen Daten: 12 Volt, ja. Ich kann die ja noch mal kurz drehen. Der rotiert einwandfrei. Den hatte ich auch noch nicht gedreht. Ja, perfekt. Hier haben wir offensichtlich einen Aufsatz für einen Prozessorkühler mit
Temperaturregelung on board quasi. Auch nicht schlecht für ältere Systeme. Das könnte so ein Aufsatz für einen Athlon-Kühler gewesen sein. Ja, nicht schlecht. Und auch der dreht sehr schön. Noch ein weiteres Exemplar mit einem untypischen Anschluss. Der muss aus einem OEM-Rechner stammen, von HP oder von Dell zum Beispiel. Na gut. Okay. So, ja, wollen wir uns nicht länger mit den Lüftern aufhalten. Hier ist eine ganze Menge enthalten. Oha, Junge, Junge, Junge. Ah, cool, das könnte ein Salmon-Kühler sein, so von der Formgebung her. Nur, ja, steht jetzt hier nichts mehr drauf. Auf jeden Fall mit Klammerhalterung, das dürfte für AMD-Sockel sprechen. Athlon 64 zum Beispiel und ein vierpoliger Anschluss. Ja, der ist auch nicht schlecht. Den könnte man durchaus auch noch gebrauchen. So, hier war doch noch irgendwas weiteres enthalten. Hier in der, genau. Ja. Ah, okay. Das ist ein OEM-Kühler hier mit Schrauben. Mal gucken, ob eine Backplate hier enthalten ist. Das könnte ein 775 oder 1155 Kühler sein. Naja, aus einem OEM-PC. Gut. Lege ich auf Seite. Da ist nichts mehr drin. Und hier haben wir schon mal eine Mainboard-Blende. Gut, mal gucken, ob das Mainboard hier enthalten ist. Ja, hier haben wir auch noch einen parallelen Druckeranschluss. Also scheint die Blende schon mal zu einem Mainboard aus einer älteren Zeit zu gehören. Gucken wir mal gleich, ob ich da ein passendes Mainboard für finde. Hoi! Also, er hat das echt nice verpackt. Sag nicht, hier ist eine SLI-Bridge drin. Die Verpackung kommt mir bekannt vor. Nee, eine CPU. Ah, okay, für den Sockel 462. Ja, mal gucken, ob ich den schon habe in meiner Sammlung oder eben noch nicht. Das ist, okay, ein Sempron. Hier steht irgendwas drauf, was ich jetzt nicht so deuten kann. Hm, naja. Auf jeden Fall ein Sempron 3000. Ja, könnte sein, dass ich den schon habe. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Müsste ich dann nochmal in meinen Excel-Tabellen gucken. Und hier ist bedauernderweise ein Pin verbogen. Aber Gott sei Dank hier nur am Rand. Den könnte man also gerade biegen. Gut, ich habe ja auch die passenden Mainboards. Das können wir dann auch ausprobieren. Weiter geht's mit einer Grafikkarte. So. Ich bin gerade echt beeindruckt, wie gut er das alles verpackt hat. Wow. Also das muss man echt lobend erwähnen. Aha. Okay. Das ist auch eine interessante Karte mit PCI Express. Also schon etwas moderner. Mit einem interessanten übergroßen Passivkühler. Das sieht auch aus. Schade, dass die Blende hier fehlt. Und das ist eine 8400 GS. Okay. 512 Megabyte. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Exemplare auch so viel Speicher haben. Also ich habe auch schon 8400 GS Modelle. Genau, von Nvidia stammt der Grafikchip. Von 2008 meine ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall eine Einsteigerkarte. Oha, das ist ein Netzteil. Aber hier haben wir noch eine Soundkarte. Mal gucken. Also wahrscheinlich nichts Tolles, weil die hat auch noch den alten Gameport-Anschluss. Ne? Das kann schon nichts Modernes mehr sein. So. Aber zum Wegschmeißen ja auch irgendwie zu schade, weil wenn der Onboard-Sound kaputt geht, warum nicht, ne?
Ja, das ist dann hier die 15-polige analoge Schnittstelle für Gamepads, Joysticks aus vergangener Zeit. Und gucken wir uns den Soundchip hier nochmal an. Ach, der C-Media 8738, den gab es auch schon im Jahre 2000 auf Mainboards als Onboard-Soundchip zu finden. Ja, er funktioniert, viel mehr aber auch nicht. Also möchte man nicht unbedingt ja, die besten Kopfhörer mit befeuern. Gut, Netzteil oder... Nee, ich pack mal das Netzteil doch aus. So, das sieht nach einem OEM-Netzteil auf jeden Fall von der Form aus. Auf jeden Fall nichts, was man jetzt so in einen Standard-MIDI-Tower verbauen könnte. Mal gucken. Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Hier, ist das SFX, dieses Format? Okay. Das ist ein Spezialnetzteil, offenbar. Was nur 12 Volt ausgibt, über zwei Stecker, die dem P4-Stecker für Prozessoren sehr ähneln. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Anschluss, um das Netzteil wahrscheinlich einzuschalten. Das ist hier ein OEM-Netzteil von HP. Das funktioniert nur mit den Mainboards, also mit Spezial-Mainboards von HP. Vielleicht ist das ja auch enthalten. Mal gucken. Okay, das Netzteil selbst kann... oder es hat sogar mehrere 12 Volt. Nee, oder? 12 Volt 1... 14,88 Ampere, ja, 180 Watt, okay. Ja, da kann man definitiv nicht so viel mitreißen mit dem Ding. Naja, muss ich mal gucken. So, weiter geht's. Wir haben ja hier noch extrem viele Komponenten. So, oha, gut. Das sind offensichtlich, ja, IDE-Kabel. Mal gucken, wie lang die sind. Das wird mich noch interessieren. Oha. Ja. Die sind doch ziemlich lang. Sehr schick. Und auch dieses hier. Gut. Okay, dasselbe in grün. Also Rundkabel. Genau, um eben bei seinem alten PC für etwas besseres Kabelmanagement zu sorgen. Dann haben wir ja noch lauter Stromkabel. Waren die da auch mit drin? Ich glaube nicht. Na, hier haben wir auch noch ein IDE-Kabel, na gut. So, was haben wir denn hier an Strom- und Bildschirmkabeln? Auf jeden Fall ein recht langes VGA-Bildschirmkabel. Nichts Besonderes. Ist ja auch nur ein analoges Bildschirmkabel. Ja. Ne? Ne, sagt schon alles. Na gut, das sind also lauter VGA-Kabel. Na gut, den lege ich mal auf Seite. Auch das hier. Ja, schon was Robusteres. Okay. Gut. Ja, und noch eins. Okay. Gut. Ah, hier. Das ist noch so ein kleiner IDE-Verbinder. Interessant. Interessant. Ist das hier? Ist das selbst geblötet? Das Kabel sieht aus wie so eine Lautsprecherlitze. Nice. Wow. Das ist interessant. Dann haben sie hier drei Kontakte in so einem vierpoligen Stecker. Tja, würde mich mal interessieren, wofür das wohl verwendet wurde. Oh, interessant. Gut. Ja, noch ein Card wieder. Allerdings nur mit USB 2.0. Aber für die meisten Fälle ja auch ausreichend. Genau. Ah, okay, mit USB-Anschluss noch. Das ist doch nicht schlecht. Gut, ja, für die gängigsten Speicherkarten halt.
Ah, hier die Modellnummer, die kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Gut. Dann mache ich mal hier mit der Seite weiter. Hier. Oha, was ist das denn? Ist das hier ein aktives Verlängerungskabel? Das ist ja mal interessant. Ach nee! Och, krass. Nee, Moment. Das ist interessant. Deswegen braucht man auch noch eine Treiber-CD, weil das hier, das ist ein Übertragungskabel. Naja, zwar weiß ich nicht, warum es die Dinger jemals gegeben hat, weil jeder Rechner hat ja ein 100 Megabit oder auch ein Gigabit Ethernet-Anschluss. Und darüber kann man dann genauso gut auch Daten austauschen. Das nennt sich dann Ad-Hoc-Netzwerk, was man da einrichten muss, damit man dann zwei Computer direkt per Ethernet-Kabel verbinden kann, um dann Daten zwischen den Computern auszutauschen. Da braucht man dann nicht noch hier ein USB-Kabel für. Aber gut, 480 Mbit USB 2.0 Geschwindigkeit ist ja auch schneller als 100 Mbit LAN-Geschwindigkeit. Muss man auch dazu sagen. Und dann haben wir hier noch einen Controller. Ja, da ist tatsächlich auch ein Controller drin. Nice, nice. Das müsste man an Network Link als, ja, vielleicht simuliert der ja auch sozusagen hier so ein Netzwerk. Das weiß man nicht. Ja, mal gucken, wie sich das dann so in der Praxis verhält. Oha. Ja, das sind offensichtlich diese Mäuse, die man dann zuhauf an Schulen und so weiter hatte. Ja, so sieht die zumindest aus mit PS2. Immerhin, mit PS2 könnte man für ältere Rechner auf jeden Fall verwenden. Und vielleicht ist ja auch noch eine Tastatur hier enthalten. Ah, okay, das ist offenbar ein ATX Power Switch. Aus einem Gehäuse. Hier ist noch eine weitere Maus drin. Mit einer... Oh mein Gott. Hohoho. Hey. Mit RS-232 Schnittstelle. Wahnsinn. Maus 2100. Klingt auf jeden Fall alt. Hier ist noch irgendwas zum Betätigen. Da lasse ich mal... Doch vielleicht lieber die Finger erstmal von. Da kann man das wahrscheinlich mit öffnen, kommt mir so vor. Ja, eine Kugelmaus mit drei Tasten. Das und serieller Schnittstelle. Nice. Ja, da freue ich mich auch mal drüber. Über ganz alte Hardware, die kaum noch jemand kennt. Ja, vor PS2 gab es eben Mäuse mit einem seriellen Anschluss. Und vor Tastaturen mit PS2 gab es welche mit 5-poligem DIN-Anschluss. Das wissen auch viele gar nicht. So. Eine... Doch, das ist interessanterweise eine Kombi-Controller-Karte. So. Aha. Einmal haben wir hier eine USB-Controller-Karte. Mit Sicherheit vom Typ 2.0. Es gibt sie aber auch mit USB 1.1 Geschwindigkeit. Na, hier haben wir auch noch eine Modellbezeichnung. Oh, es ist soweit, ich muss den Akku wechseln. Na gut. So, ja, als zweites haben wir hier eine ungewöhnlichere Erweiterungskarte. Das ist nämlich eine Multifunktionserweiterungskarte mit zwei Controllern. Einmal für FireWire und für USB 2.0. Ja, wenn man halt nicht so viel Platz mehr hat für Erweiterungskarten, dann kann so eine Karte hier doch interessant sein. Außerdem spart man dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Geld. Ja, früher zumindest. Als wenn man jetzt zwei Erweiterungskarten sich hätte anschaffen müssen für FireWire und für USB. Und dann machen wir mit einer weiteren Grafikkarte mal gleich weiter. Oh, die ist aber gut eingepackt hier.
So. Oha. So. Na, das ist auch eine etwas ältere Karte, weil wir haben ja hier noch einen VGA-Anschluss. So, vielleicht eine AMD-Karte. Vielleicht. Ich gucke gerade hier. HD 6450. 1 GB DDR3. Da steht's. Okay. Ja, ist eigentlich auch nur eine Einsteigerkarte. Ich meine aus dem Jahr 2011 rum. Aber, naja, so als Notfallkarte, wenn man noch irgendwas benötigt für die Bildausgabe, dann auf jeden Fall vollkommen ausreichend, so ein Modell. Die kann man zum Beispiel auch mit Elano APUs im Crossfire verschalten und das ist eine der vier Grafikmodelle, die mit Elano APUs in Kombination betrieben werden können. Und da habe ich auch noch die 6570 als ja, schnellstes Modell für Elano. Gut. Eine Ethernet-Karte 1000 Mbit. Gut. Ha? Ich frage mich auch immer, warum die alten Ethernet-Karten immer so einen Sockel noch hatten. Das hatten so ganz viele Karten, meine ich, gehabt von früher. Auch mit Realtek RTL 8139 Controller hatten vielmals so eine freie Sockelleiste. Ohne, dass da jetzt irgendwas drin war. Deswegen, wer das weiß, kann das ja mal gerne von Swicom in die Kommentare schreiben. Hier ist noch eine AGP-Karte sogar drin. Ja, hier ist noch echt viel im Paket, was gezeigt werden muss. Ja, deswegen sieht nach einer Nvidia FX-Karte aus. Mal gucken, ob ich recht behalten habe. Ja, das ist immer schwierig hier bei den alten Modellen herauszufinden, was wir hier für ein Modell haben. Na, hier haben wir eine Modellbezeichnung. Ne, könnte aber auch eine Radeon, RTI Radeon 1000 sein. Von der Modellbezeichnung her. Ich google das und dann seht ihr das ja als Text eingeblendet. Hier im Video. Gut, eine Einstiegs-AGP-Karte. Und dann haben wir hier auch noch eine weitere PCI-Express-Karte ohne Blende, bedauernderweise. Mann, die sind alle echt gut verpackt. Wow. Heide Witzka. Ja, so schnell. Oha. Mit Lüfter gleich. Ah, da haben wir eine Modellbezeichnung. Oha. 2 GB DDR3. Die stammt hier aus dem März 2011. Ist eine OEM-Karte offensichtlich. Also ich glaube nicht, dass man die so als Retail kaufen konnte, weil eine GT 435M GeForce, also Nvidia steckt dahinter, ist mir jetzt nicht geläufig. Müssen wir mal ausprobieren. Gut. Ja, jetzt zeige ich euch das DVD-Laufwerk, was wir hier drin haben. So. Na? Ah, okay. Ein IDE-Drive. So, von LG. Ach, ich glaube, das habe ich schon in meiner Sammlung. Dieses Laufwerk hier. Gucken wir nochmal kurz, aus welchem Autofokus, danke, aus welchem Jahr das stammt. 2004, Juli 2004, alles klar, dann lege ich das mal auf Seite. Vielleicht ist ja sogar noch eine DVD drin. So, hier haben wir aber ein ATX-Netzteil, wie es den Anschein nach hat.
gucken wir hier mal rein. Ja, die Folie ist auch ziemlich dick. Ja, das sieht nach was Brauchbarerem aus, was man dann auch an einem klassischen Mainboard anschließen kann. Auch mit SATA schon. Und zwar ein LC, klingt nach LC Power, genau, 420H-12. Gut. Auch noch kein 80-Plus-Label dergleichen. Hier ist noch ein mir sehr bekanntes Mainboard drin. Oh, hier hat sich noch was versteckt. Oh, Arbeitsspeicher. Nice. Sehr schön. Gut, gucken wir. Ach, hier. SDR-RAM der ersten Generation. Wahnsinn. Dass die Dinger noch hier rumfliegen bei dem einen oder anderen. Aber mein mit 133 MHz. Ja, mein Windows 98 PC mit dem Gigabyte 5 SGN 100 tut sich da ja ziemlich schwer, was SDR, SD-RAM angeht. Da habe ich ein Modul mit 256 MB am Laufen in Kombination mit Windows 98. Das reicht aber auch dann aus. Okay. Hier PC 100. Aber wie viel Gigabyte steht da jetzt so offensichtlich nicht drauf? Ja, ich werde die auf jeden Fall alle einzeln überprüfen. Und dann kommen die dann zu den anderen Modulen in der 50er Schachtel dazu. Und die ist auch schon recht voll. Nochmal wahrscheinlich dasselbe in grün. Perfekt. Und das sind... Okay, diesmal mit 100 Megahertz. 128 Megabyte. Und da sind ja noch weitere. Ich zoome nochmal kurz raus. Hier sind noch weitere Module. Auch hier alles SD-RAM der ersten Generation. Erkennt man eben an den beiden Einkerbungen hier. Die hat noch keine Double Data Rate Technik. Und sind somit auch eben die langsamsten. Könnt ihr erkennen, wie viel Speicherplatz? Double-sided sogar. Ha. Gut, gut. Infineon. Ah, okay, ich glaube, Infineon ist ein deutscher Hersteller gewesen. DDR schon, 256 Megabyte. Moment. Wie Delta steht jetzt hier drauf? Auf dem? Naja. 128 Megabyte, 100 Megahertz. Und das ist auch noch wieder ein SD-RAM von Apacer. Nur, außer Apacer steht hier nichts drauf. Okay, auch nicht schlecht. Ja, hier sind noch verschiedenste Kabel und Adapter drin. Da könnte man auch noch bestimmt das ein oder andere mit basteln. Da gucke ich mal ganz kurz rein, was wir hier so haben. Lüftertunnel, Lüfteradapter. Ich zeige das auch noch nur kurz. Hier haben wir auch noch wieder Verbindungskabel. Sieht nach Audio-Anschlusskabeln aus für DVD-Laufwerke. Ah, nice. Ja, die kann ich echt gut gebrauchen hier. Die Power-Switche von Gehäusen. Das ist echt nice, dass er mir die mitgeschickt hat. Mal gucken, ob alles da ist. Das sieht... Ja, alles klar. Das ist echt nice, dass die dabei sind. Ich muss darauf achten, dass ihr auch immer was seht. Ja, gar nicht so einfach. Gut. Okay, auch wieder dasselbe in grün. Na, könnte auch eher was Spezielleres sein. Der hat hier noch diese Klammern nämlich. Auch wieder was für OEM-PCs. Naja. Ach, herrje, wo hat er die denn noch ausgegraben hier? Oha. Auch noch ein alter Lautsprecher. Würde ich mal sagen, oder? Das könnte
Ja, ein Speaker, genau. Alles klar. Okay, das ist ja einleuchtend. Hier ein Reset-Taster. Das ist hier ein kombiniertes SATA und Stromkabel für ein Spezial-Mainboard. Gut. Das ist auch gut, so ein Y-Molex-Kabel. Gut, auch noch ein Bildschirmadapter hier. Genau. Oha, was ist das denn jetzt hier? Moment, ich hatte doch die eine... Aber das passt da, glaube ich, nicht drauf auf die... Nee, das passt nicht. Okay, nee. Okay. Aber interessant. Auch wieder so ein Spezialkabel. Oh je, irgendwelche Switche hier und LEDs. Ja gut, leg ich mal auf Seite. Da haben wir noch diverse Blenden. Oha. Da ist noch Kleber und so weiter drauf. Ein Passivkühler für irgendwas. Noch eine Blende. Okay, hier ist auch noch ein Ein- und Ausschalter sogar mit drin. Da könnte man vielleicht auch noch irgendwas mit basteln. Mal gucken. So, dann haben wir hier noch VGA, DVI-Adapter, also von DVI zu VGA. Zwei Stück. Ein USB zu PS2 Maus-Adapter. Und das möchte ich noch mal kurz wissen, das ist offenbar noch eine Ersatzkugel für eine Kugelmaus, nehme ich mal an. So, weiter geht's hiermit. Das sieht auch wieder nach einem DVD-Laufwerk aus. So. Gut. Ah, DVD mit... Ah, okay, Molex hätte ich jetzt gesagt. Auch hat er und IDE. August 2005. Ach, hier, das SH-D162 habe ich auch schon einmal in meiner Sammlung. Perfekt. Mal gucken, ob da noch eine DVD zufälligerweise drin ist. Oha, jetzt kommen die ganzen Bretter. Jetzt geht's los. Aber vorher noch in die Tüte gelugt. Was haben wir denn hier drin? Oha. Huch. Oha. Was ist das denn hier? Okay. Wahrscheinlich für Laufwerke von Gehäusen. No. Okay, das Mainboard hier, das kommt mir doch... Ja, gut, dass die so gut verpackt sind. Doch extrem bekannt vor, wenn es das ist, was ich hier sehe. Ja, das ist... Ja. Wo haben wir denn jetzt hier... Ah, hier. Das ist ein alter Bekannter aus längst vergangener Zeit. Der verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Dieses Brettchen hier. So, jetzt aber. Ein K7S5A von ECS Elite Group. Ich hab's gewusst. Mit LAN sogar schon. Ah, okay, die Ausführung hier. Genau, und zwar dieses Mainboard hier. Okay. Die Version ohne LAN. Aber dieses Modell hier, das steckte in dem PC meines Vaters. Ja, und zwar bis Anfang 2011, bis der Rechner dann durch einen Medion-Computer abgelöst wurde. Genau. Das Besondere hieran ist, dieses Mainboard war zu seiner Zeit sehr, sehr günstig gewesen mit knapp 100 Euro, damals waren es ja noch D-Mark, also knapp 200 D-Mark. Und wir haben hier einen einzigen Chip, nämlich der SIS 735. Und der beinhaltet
North und Southbridge auf einem Package. So, und dadurch konnte hier die Platine auch so günstig realisiert werden. Dafür haben wir hier aber auch keine modernen Schnittstellen. Weder SATA noch USB 2.0. Das musste man dann bei Bedarf alles hier per Zusatzcontrollerkarte nachrüsten. Und interessant war aber, dass man hier auch noch auf alten SDR-SD-RAM statt auf DDR-SD-RAM zurückgreifen konnte. Dafür konnte man natürlich auch nicht die besten Prozessoren hier mit dem Mainboard kombinieren. Also ein Barton mit 400 MHz macht das Mainboard auf jeden Fall nicht mit. Dann geht's hiermit weiter. So, da bin ich mal echt gespannt, was wir hier Nettes haben. Da sehe ich einen moderneren Sockel in LGA-Bauweise, also Intel. Schon mal vielleicht Sockel 775 kann das nicht sein. Das muss was Moderneres sein. So. Ja, ich hoffe, da ist kein Pin verbogen, sonst, ja. Weil hier ist keine Schutzkappe drauf. Oh mein Gott. Heieiei. Ach du Scheiße. Das ist ein B365 Emmaurus Elite. Socke 1151. Ach du grüne Neune. Hoi. Ho, ho, ho. Ist dann auch noch irgendwie... Ah, okay. Den hatte man offenbar abgenommen. Hier den Kühler. Und die Schrauben dann nicht mehr wieder gefunden. Müsste ich mal gucken. Ich habe da bestimmt noch passende Schrauben für. Ja, mit Sicherheit. Aber dieses Mainboard und das Design, Leute. Nice. Wahnsinn. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Wahnsinn. Auch dieses Design, das ist einfach richtig schön. Oh, und du hast hier auch noch Slots mit beidseitigen Klammern. Sehr schön. Ich gucke mir noch mal kurz hier den Sockel an. So. Moment. Aber, na, da könnte irgendwas Verdächtiges sein. Ah, hier, ne? Wäre ja schade um das Mainboard. Da muss ich noch mal gucken, ob ich mir da noch passendes Werkzeug für besorge, um die Kontakte wieder gerade zu biegen. Ja, das ist extrem schnell immer passiert bei den modernen Sockeln von Intel, dass da Pins dann auf einmal verbogen sind. Ja, muss ich mal gucken, ob ich die wieder gerade gebogen bekomme. Oh, schönes Teil auf jeden Fall. Nur, naja, aufgrund des B365 kann man hier ja nicht mit übertakten, denn das geht halt damit nicht. So, dann lege ich das mal auf Seite und dann komme ich hier mal drauf zu sprechen. Aha, das ist diesmal aber Sockel 775. Sieht nach einem OEM-Mainboard von Fujitsu Siemens vielleicht aus oder doch aus dem Acer PC. So. Ach, herrje. Ach, das habe ich doch. Das ist die 3041A11. Das habe ich doch schon. Okay. Okay. Oh, hier ist ein bisschen was verbogen. Naja, macht nichts. Wir haben hier DDR3-RAM bereits und den G41 Northbridge Controller in Kombination mit der ICR7 Southbridge. Kann man allerdings ja nicht übertakten, weil ZFSB und so weiter können hier auf den Taktgeber nicht zugreifen. Der Taktgeber wird da nicht unterstützt, was ja schade ist. Sonst hätte man unter Windows dann noch den Konzertbass erhöhen können. Pustekuchen. Okay, hier sind noch einige Blenden drin. Laufwerksblenden für Gehäuse. Gut, die packe ich dann zu den anderen Blenden von Tino.
in die Schachtel. Und hier haben wir dann auch wieder ein IDE-DVD-Laufwerk. Lohnt sich aber gar nicht, das auszupacken. Weil das ist ja auch wieder im Grunde genommen dasselbe in grün. Aber zeige ich euch dennoch kurz. Ah, okay. Ah, das hat sogar einen integrierten Media Player. Nice. Nice. Das muss ich dann auch nochmal ausprobieren. Und zwar vom Januar 2002 ein DHI G40. Gut. So, das lege ich dann mal hier auf. Ja, das Workstation-Gehäuse, was hier rechts neben mir steht. Und ich würde sagen, die letzte Platine für heute, also für dieses Video, meine ich damit. So, wie machen wir das denn jetzt hier auf? Gut. Oh, schick. Schick. So. Ich mach's heute spannend, ich weiß. So, was haben wir hier denn für ein schickes Ding? Ah, M3 Plus. Ah, okay. Moment, und wir haben hier ein Athlon 2 verbaut. Oh, wir haben hier sogar eine Grafikeinheit, wie es den Anschein hat. So, und wenn ich die CPU jetzt mal rausnehme aus dem Sockel, dann wird deutlich, dass wir hier den AM3 Plus Sockel haben. So. Der ist nämlich schwarz. Das ist eben halt das Markenzeichen von AM3 Plus. Und wir haben hier den 780 als Controller. Genau, und zwar handelt es sich hierbei um das Gigabyte GA-78LMT-S2P. So. Ja, wahrscheinlich nur eine Einsteigerplatine, aber immerhin. Mal gucken, ob sie noch funktioniert. Das Besondere ist ja hier schon, dass wir hier auch die FINEM-Prozessoren als auch dann die Bulldozer-Prozessoren installieren können, also FINEM 2. Vielleicht bis X6, wobei die Spannungsversorgung das vielleicht nicht mitmachen könnte. So, gucken noch mal kurz hier auf den Prozessor, was wir hier Schönes haben. Ah, 6400 eventuell. Oder 640. ADX 640. Ja, okay. Gut. Dann bin ich doch mal gespannt, was von den Sachen noch alles funktioniert. Mit dem Mainboard, da muss ich dann noch mal echt gucken. Also hiermit, das wäre ja richtig noch was Besonderes, wenn ich das ja zum Laufen bekomme, wenn ich die Pins wieder gerade gebogen habe. Sieht man ja hier eindeutig. Ne? Ja. Wäre irgendwie zu schade drum. Ansonsten, ich kenne da jemanden, der das auf jeden Fall hinkriegen könnte. Wenn alle Stricke reißen sollten. Und der Karton ist leer. Ja. Ja, auf jeden Fall war das eine echte Überraschung hier für mich, dieses Paket auszupacken. Und nochmals recht herzlichen Dank hier für die sehr netten Bauteile an den Thomas. Und wer weiß, vielleicht hört man ja nochmal wieder was von Thomas. Ja, genau. Dann macht's gut. Ja, übrigens, mich hat das Retro-Fieber gepackt. Also da werden auf jeden Fall demnächst einige Videos mit uralter Hardware kommen. Also wir sprechen jetzt hier von Hardware aus dem letzten Jahrtausend. Also noch vor dem Jahr 2000, vor der Jahrtausendwende. Mit Windows 95. Aber lasst euch mal überraschen, was da noch kommen wird. Bis zum nächsten Mal.